Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Randall's Monday. Ja, in der letzten Folge haben wir hier quasi an diesem Tisch gesessen mit dem guten Matt, der jetzt gerade draußen kotzen ist, und mit Sally, seiner zukünftigen Frau, die jetzt in Kürze heiraten wollen. Und ja, wir sollten eigentlich mal nach dem Matt gucken gehen draußen, aber ich würde mich gerne hier noch ein bisschen umgucken. Wir versuchen mal mit Pater Roy zu reden. Was geht, Padre? Wie immer eine echte Stimmungskanone, hä? Ja, sehr gesprächs. Das ist Pater Roy, eine lebende Legende. Okay. Keiner legt Hand an Pater Roy. Okay, wir... Der arme Charlie, den sollte ich nicht stören. Der meditiert. So sieht's zumindest aus. Absolut, voll der Meditator. Den wecke ich lieber nicht auf, Meditator. Der meditiert. Glaube ich. Okay, mit dem wollen wir offensichtlich nicht. Ach, die Toilette muss ich gerade nicht. Ja, eigentlich schon. Das hier ist nur der Prolog, also lass uns mal zur Sache kommen. Okay. Er sieht aus wie ein Roadie von so einer Soft-Metal-Band. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Okay. Oh Gott, Helene. Immer wenn sie in der Nähe ist, sträuben sich mir die Nackenhaare. Ich hoffe ja immer, dass das meine Spinnensinne sind, die mir sagen, dass Green Goblin in der Nähe ist. Aber nö, ist immer nur sie. Wie geht's, Helene? Viel besser jetzt, wo du hier bist. Das ist schön. Ich bin nämlich hier, um dir zu sagen, dass da ein Geschenk für dich in der Gasse wartet. Ist von Matt. Hörst du das? Das ist dein Geschenk. Oh, na toll. Weiß dein Freund SpongeMatt nicht, wann er genug hat? Naja, das war dieses eine Mal, als wir noch klein waren. Ach, warte, da hat er auch gekotzt. Weiß auch nicht, aber er nimmt niemals ohne zu geben. Elaine, Matt ist wie dieses grüne Ding aus Ghostbusters. Überall, wo er hingeht, hinterlässt er eine Spur aus grünem Schleim. Naja, da war dieses eine Mal, als wir noch klein waren. Ah, warte, da hat er auch gekotzt. Ist das so? Okay, aber was anderes. Willst du mal was unternehmen? Was unternehmen? Mit wem? Habt ihr eine neue Bedienung? Ist sie heiß? Hat sie einen Freund? Steht sie auf mich? Könnte sie mich im Arm drücken, schlagen? Nein, wir haben keine neue. Also, was dann? Möchtest du vielleicht mal mit mir ausgehen? Ich würde mit dir nicht mal ausgehen, wenn mein Leben davon abhängt. Wenn ich Lust auf einen qualvollen Tod hätte, würde ich mir eher die Pulsadern mit einem Löffel aufschneiden, als mit dir auszugehen. Elaine, ich stehe zwar auf Sci-Fi und so, aber ein Date mit einem Alien ist dann doch etwas zu viel. Okay, wir haben nicht mehr die Möglichkeit, ihr charmant zu antworten. Dann nehmen wir das mit Sci-Fi. Ja, weißt du, ich glaube nicht, dass ich gerade bereit für eine Beziehung bin. Oh, das ist... Okay, keine Sorge. Ich sehe dich dann. Dann hat er ja doch noch charmant geantwortet. Okay, wir gucken aber trotzdem nochmal Sally an. Ja, Mister. Ihr scheint einfach nicht zu verstehen, dass es Matts Schicksal ist, zu trinken, bis schlimme Dinge passieren. Ach schon, Randall. Sieh nach, ob er schon die ganze Gasse mit seinen Innereien angemalt hat. Darf ich wohl nach Hause meinen Hazmat Anzug holen? So, dann gehen wir mal draußen. Schauen wir nach Matt. Ein klassischer Matt. Soll ich Pater Roy für einen Exorzismus rausholen? Sieht mir ganz nach einem Fall von Schwallerbrechen aus. Oh mein Gott, der unglaubliche Matt setzt seine furchtbaren Mutantenkraft in aller Öffentlichkeit ein. Ich habe ja schon Leute, die Kotze aus der Nase laufen sehen, aber noch nicht aus den Ohren. Was für ein Partytrick. Bleiben wir bei den Mutantenkräften. Oh mein Gott! Der unglaubliche Matt setzt seine furchtbare Mutantenkraft in aller Öffentlichkeit ein. Wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Alter, du weißt, was ich davon halte, wenn du so viel trinkst. Sieh mal, Matt, ich versauf mein Gehalt
so gern wie jeder andere, aber könntest du vielleicht mal etwas Selbstbeherrschung zeigen? Sieh mal mit, ich versauf mein Gehalt so gern wie jeder andere, aber könntest du vielleicht mal etwas Selbstbeherrschung zeigen? Ich weiß, Alter. Das Leben hat mir heute eine wertvolle Lektion erteilt. Echt? Welche denn? Prüf erst nach, ob da ein Obdachloser ist, bevor du hinter einen Müllcontainer kommst. Okay, das sind dann die anderen beiden Möglichkeiten. Ja, wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Man wird halt erwachsen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir den genannt haben. Kaum zu glauben, oder? Warte, ich glaube, ich hab's. Ich weiß nicht, worauf das anspielen soll. Und ich weiß auch nicht, worum es geht, um wen es geht. Aber wir nehmen mal den Bacon Golem, der hört sich lecker an. Der Bacon Golem! Weit weg, Alter. Mann, scheiße! Was war's denn? Vesuvius Matt. Vesuvius Matt. Fesselt jeden. Genau! Alter, du weißt, was ich davon halte, wenn du so viel trinkst. Ich weiß, Alter. Die Party ist keine Party, solange Matt Griffin nicht im Strahl kotzt. Exakt. Aber ich mach mir auch irgendwie Sorgen um dich. Du kaust dein Essen gar nicht mehr richtig. Ich hab da eben einen ganzen Nugget gesehen. Ich habe ja neulich diese Doku über Tauben gesehen und ich sag dir, die sind uns weit voraus. Die schlucken einfach alles runter und lassen ihren Magen den Rest erledigen. Naja, dafür hängen sie auch auf Strommasten rum und scheißen Leuten auf den Kopf. Machst du sowas auch? wie angepisst ist Sally? Ach komm, sie sorgt sich einfach um dich. Ich wiederum sehe dich jeden Tag dem Tod ins Gesicht lachen. Und glaub mir, der Tod ist derjenige, der echt angepisst von dir sein muss. Okay, ich glaube, ich bin hier fertig. Bereit für eine Umarmung? Tja. Wenn du keine aufs Maul haben willst, bleib genau da, wo du bist. Wenn du keine aufs Maul haben willst, bleib genau, wo du bist. Ja, ich weiß schon, wie du tickst. Erstens keine Umarmung, zweitens nichts wird geteilt und drittens nicht mit Fremden reden. Und das Wichtigste hast du vergessen. Kein Verändern des Raum-Zeit-Kontinuums. Okay, Ladies and Gentlemen, Vesuvius Matt ist wieder auf den Beinen. Mir nach, Randall, und versuch dran zu bleiben, denn diese Nacht wird zur Legende. Ja. Matt, du hast... Hast du das gehört, Randall? Ich glaube, er ist da. Beeil dich! Hey, Schatz, mir geht schon viel besser. Großartig! Dann kannst du mir ja erklären, was die Frau hier in meinem Tier auf meiner Verlobungsparty will. Ja, also, hör mal, Liebling, ich, Matt, bitte nicht jetzt. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, Ihnen zu verkünden, dass der Esel angekommen ist. Genießen wir die Magie dieses Augenblicks. Okay. Mann, was für eine Nacht. Alkohol, Kotze, Blut und ich glaube, ein Esel war auch dabei. Naja, Zeit zum Aufstehen. Schätze, ich sollte heute noch zur Arbeit. Ja, damit noch einmal herzlich willkommen zu Randall's Monday. Wir haben den Prolog überstanden und ja, jetzt können wir, glaube ich, hier so mal richtig mit allem interagieren. Und ich bin schon gespannt, was hier auf uns wartet. Wir stöbern mal ein bisschen rum. Was haben wir denn hier alles? Bett, Poster.
Also das nenne ich mal Hochkultur. Catch the Snatchers. Oh, ein Tentakel von The Day of the Tentacle. Okay, das ist vermutlich Planet der Affen und boah. Also das nenne ich mal Hochkultur. Das kann ich nicht genau erkennen, weiß ich nicht. Catch the Snatchers sagt mir auch irgendwie nichts. Das gefällt mir ganz gut. Hm, okay. Wir schauen uns mal die Socke an. Die war schon da, als ich eingezogen bin. Okay. Dann nimm die mal mit. Warum zum Geier sollte ich die Socke mitnehmen? Die bleibt schön da liegen. Okay, ja, richte nicht auf hier. So, gucken wir mal hier. Oh, ein Gameboy. Nur eine Kiste mit Zeugs. Da ist nichts Nützliches dabei. Ah, ist das ein Gameboy, eine Lavalampe und ein Stück von der Carrera-Bahn? Nee, brauche ich gerade nicht. Ach, jetzt, Mann. Daddelautomat. Scheiß Spielkonsole. Das Ding hat meine Bildung, mein Liebesleben und meine Tiefenwahrnehmung auf dem Gewissen. Bin doch nicht irre. Hab das Spielen vor Jahren aufgegeben. Die habe ich nur noch aus Nostalgie herumstehen. Und weil ich sie nicht bewegt kriege. Okay. Oh, hier ein Akte X Poster. Fox wäre so stolz. Ja, yeah, Fox Mulder. Ich nehme die scheiß Poster nicht mit. Ist ja gut, cool, wird er nicht direkt so aggressiv. So, wir gucken mal aus dem Fenster. Würde gern sagen, wie schön doch die Aussicht ist. Wäre aber gelogen. So, man fragt sich ja hier die Ananas, ob das eine Anspielung auf Psych sein soll. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Vielleicht deute ich da jetzt auch ein bisschen zu viel rein. Ich glaube, ich nehme lieber die Tür. Guten Morgen, oh Welt. Okay. Wir gehen mal ins Wohnzimmer offensichtlich. Ach, guck mal, hier sieht es aber schön aus. So, Randalls Zimmer, Badezimmer, Mortimers Zimmer. Nicht genug Platz für den ganzen Müll. Da gehe ich nicht näher ran. Könnte mich ja irgendwas angreifen. Okay. Mortimer? Ah, was, scheiß drauf. Okay, wir gehen mal ins Badezimmer. Oh, hübsch. Entenbügel. Ein Kleiderbügel mit Charakter. Yeah, wir haben einen Kleiderbügel mit Charakter bekommen. So, wir gucken mal hier, ob es hier noch irgendwo was anderes gibt. Toilette können wir benutzen. Wasserhahn. Ein stinknormaler Wasserhahn. Hey, man soll kein Wasser verschwenden. Ich hab gerade keinen Durst. Okay, auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Eine Menge Leckereien sind da schon runtergespült worden. Ja, später vielleicht. Hm, okay. Das ist eine der widerlichsten Ideen, die ich je gehört habe. Ach, herrlich. Okay, im Badezimmer können wir offensichtlich nichts mehr machen. Schade eigentlich. So, wie geht's denn hier wieder raus? Ah, okay. So, was haben wir denn hier? The Big Lebowski, jawohl. Der Dude. Ein echtes Vorbild. Man sollte ihm ein Denkmal setzen oder sowas. Absolut. Absolut. Grünes Kraut. Hm, ich hätte das grüne Kraut in der Villa lassen sollen. Ja, mit dem Zeichen der Umbrella Corporation aus Resident Evil. Ein Mega Man Helm. Sehr schön. Oh, hier so ein Yoshi's Ei. Oh, das ist so cool hier, was es alles zu entdecken gibt. Ne? Und ich bin mir sicher, dass ich nicht mal ansatzweise irgendwie alles kenne hier. So ein Tetris Buchstützen. Ich glaube, der scheiß Kosak hat mich mit den Buchstützen beschissen. Auf gar keinen Fall. Die stützen meine geliebte Dostojewski-Gesamtausgabe. Eine Menge Zeugs, aber nichts Nützliches. Was? Der Mega Man Helm ist total super. So. Mit dem Besen haben wir immer umgeschaltet. Glaub nicht, dass der jemals zum Fegen benutzt wurde. Aber da liegt doch eine Fernbedienung. Yeah, wir haben einen Besen mitgenommen. So, was gibt's denn hier am Fenster zu gucken? Von hier kann man die Straße sehen. Okay. Ich mach das Fenster nicht auf. Da ist nur Lärm draußen. Ja, dann. Guten Morgen, oh Welt. Schon wieder? So, mehr gibt's hier offensichtlich in dem Regal da nicht zu gucken.
So, was haben wir sonst noch? Ah, okay. Matts Geldbeutel. Okay. Alles klar. Danke, Matt. Jetzt habe ich etwas Kohle. Und dein Ehering. Perfekt, so. Nicht gerade viel. Okay. Ja, ja, alles gut. So. Dieser Ring. Irgendwas ist komisch an dem. Wir sprechen mal zu dem. Da wäre er sicher. Ich verschluck ihn trotzdem nicht. Okay. Fettiges Papier. Da habe ich gestern mein Sandwich drin eingewickelt. Okay. Reste vom gestrigen Sandwich. Okay, kann man das kombinieren? Das ist einfach nur dumm. Was denn? Hey, da mache ich doch alles dreckig. Das macht keinen Sinn. Wieso? Du sollst da reinbeißen. Das ist ein Thunfisch-Sandwich. Mit dem Besen haben wir immer umgeschaltet. Ja, ja, okay. Okay, was haben wir sonst noch hier? Nee, ich möchte das Hilfesystem nicht aktivieren. Achso, hier könnte man jetzt noch speichern. Das machen wir aber noch nicht. So. Okay, Sofa. Gucken wir mal, was es da so gibt. Seht den wichtigsten Einrichtungsgegenstand im ganzen Haus. Ohne ihn wäre ich verloren. Wie könnte ich sonst meine Filme genießen? Preiset den Herrn für ungeschützte WLAN-Verbindungen. Okay. Die Fernbedienung. Ah. Ja, benutze sie doch mal. Achso, okay. So, kann man die benutzen? Du willst, dass ich damit rede? Okay, kann man offensichtlich nicht. Zeitung. Was hat denn die Zeitung zu sagen hier? Neueste Nachrichten. Okay, kann man offensichtlich nichts mitmachen. Wir schauen mal in die Schublade. Alter, wie sieht's denn aus? Von unserer letzten Halloween-Party. Es hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Jedenfalls im Moment nicht. Okay. Ich glaube, ein paar von den Salamischeiben haben angefangen, sich durch Mitose zu vermehren. Oh, irgendwer wird hier schon mal sauber machen. Okay, die kann man wahrscheinlich nicht. Hier mache ich nicht sauber. Mortimer ist dran. Mortimer ist immer dran. Ja, ich glaube nicht, dass das jemals irgendwas bringen wird. Ah, ein Kühlschrank. Ich hätte ja so gern einen Kühlschrank. Also einen, der auch funktioniert. Kann ich nicht machen, Amigo. Da klebt irgendwas die Tür zu. Okay. Glaub nicht, dass es hilft, wenn ich an der ekligen Schmiere lecke. Ach, herrlich. Okay, wir gehen mal in den Flur. Mortimer, ich gehe zur Arbeit. Oh Gott, ist das mein Kater? Oder klopft der Tod schon wieder an die Tür? Wer auch immer Sie sind, ich will Sie nur wissen lassen, dass ich die Knarre meines Vaters... Randall Hicks, lass den Scheiß und mach die Tür auf. Mr. Marconi? Bin sicherlich kein Vertreter, mach die Tür auf. Oh, puh, ich bin froh, dass Sie es sind, aber machen Sie das bitte nie wieder. Verdammt, Hicks, wovon redest du? Davon, mich so zu erschrecken. Neue Hosen kann ich mir gerade nicht leisten. Mann, Cannelloni. Hast du mich gerade Cannelloni genannt? Ach, kommen Sie. Ich hatte eine schreckliche Nacht. Könnte schwören, dass mir jemand die ganze Zeit ins Ohr geflüstert hat, dass ich verflucht bin. Und ich bin fast sicher, dass ich wieder in den Schrank gepisst habe. Ah, weißt du, was für ein Tag heute ist? Oh nein, wollen Sie einfach das Frettchen aus dem Rohr entfernen? Ich weiß nämlich nicht, ob ich es körperlich ertragen kann, ihn den ganzen Tag ins... Maurer-Dekolleté zu sehen. Gehen Sie etwa in Rente? Dabei haben wir gerade erst angefangen, uns so richtig kennenzulernen. Alles Gute zum Vermietertag. Ist das nicht der Tag, an dem Sie von Tür zu Tür ziehen und die Miete senken? Ja, das ist super, das nehmen wir. Alles Gute zum Vermietertag? Ist das nicht der Tag, an dem Sie von Tür zu Tür ziehen und die Miete senken? Echt witzig. Die Miete, Hicks. Wie immer bist du zu spät dran. Ich sehe mein Geld nicht. Ich auch nicht, Mr. Marconi. Aber kommen Sie schon. Bin doch nur ein paar Tage überfällig. Keine große Sache. Du schuldest mir die letzten 3 Monate. Oh, da muss es wohl irgendwo Probleme mit dem Papierkram gegeben haben. Verdammte Bürokratie. Ich werde mal mit meinem Finanzberater reden. Ich melde mich bei Ihnen, so schnell ich kann. Bitte, Hicks. Du hast so viel mit einem Finanzberater am Hut wie ich mit Ballettschuhen.
Lass dir was Besseres einfallen. So wie damals, als ich sie mit Goldmünzen bezahlen wollte? Das waren golden angemalte Kronkorken. Ich habe 3 Wochen gebraucht, um die Farbe von meinen Händen zu kriegen. Okay, wir nehmen mal das Erste. Mr. Marconi, ich wollte ja mit Ihnen reden, aber ich fürchte, Ihnen wird nicht gefallen, was ich zu erzählen habe. Da bin ich sicher. Ich habe das Gefühl, wir driften auseinander. Wovon redest du da? Ich treffe jemand anders. Verstehen Sie das nicht falsch? Ich liebe Sie noch immer und alles. Es ist nur... Ich glaube nicht, dass das mit uns beiden was wird. Was zur Hölle? Nein, sagen Sie jetzt nichts. Wir beenden das besser jetzt, bevor das Verlangen uns übermannt. Aber halten Sie mich. Nur ein letztes Mal. Gottverdammt, gib mir einfach mein Geld. Mir reicht's. Mr. Marconi, ich habe ein Problem. Du wurdest mit einem Problem geboren. Nein, so war das nicht. Das Ding ist, mein Job macht mich wirklich fertig. Ich werde ausgebeutet. Es kommen immer hunderte von Bestellungen rein, die alle pünktlich und in perfektem Zustand geliefert werden müssen. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Mir egal. Die Kunden. Alles Egoisten. Die sagen nie Danke oder schönen Tag noch. Die behandeln mich wie Dreck, wissen Sie? Als hätte ich keine Gefühle. Die sagen nur Sachen wie, das Paket ist kaputt. Das Paket sollte nicht tropfen. Das ist nicht die Adresse, die Sie suchen. Ist es denn zu viel verlangt, dass Sie einfach unterschreiben und Ihr kaputtes Paket behalten? Randall. Ja, Mr. Marconi? Du arbeitest für den schäbigsten Kurierdienst der Stadt. Und du denkst länger darüber nach, wie du von der Arbeit wegkommst, als du tatsächlich arbeitest. Wow, 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 Mr. Marconi. Das ist aber so nicht ganz richtig. Doch, das ist es. Randall, du bist wie ein Sohn für mich. Weißt du, was das heißt? Der Roman wäre das Inzest. Ach, herrlich. Diese Dialoge sind so cool. Dass sie bereit sind, mich zu unterstützen, bis ich meinen eigenen Weg finde. Oh mein Gott, wollen sie mir mein erstes Auto kaufen? Danke, Daddy. Dass ich beim nächsten Sonntagsspiel aufgeregt nach ihnen in der Menge suche, wenn mein Team gewinnt, in der Hoffnung, dass sie da sind. Doch sie werden nicht da sein und ich sterbe innerlich ein kleines bisschen. Dass wir endlich mal unser Gespräch über die Blumen und Bienchen führen. Wir nehmen mal das mit dem Auto. Dass sie bereit sind, mich zu unterstützen, bis ich meinen eigenen Weg finde? Oh mein Gott! Wollen Sie mir mein erstes Auto kaufen? Danke, Daddy! Jesus H. Christ! Deine Eltern tun mir leid. Danke, Mr. Marconi. Sie sind wie der Vater, den ich immer wollte. Dieses Jahr zum Vatertag mache ich Ihnen eine ganz besondere Karte. Mit Macaroni und Glitzer. Du machst mich fertig, Hicks. Nimm dir lieber ein Beispiel an deinem Mitbewohner Mortimer. Der ist ein echter Arbeiter. Wovon reden Sie da? Der Typ ist seit Monaten nicht aus seinem Zimmer gekommen. Er ist der perfekte Mieter. Er ist ruhig und macht mir nie irgendwelchen Ärger. Alles, was du kannst, ist mir das Leben zur Hölle machen. Ich weiß, Mr. Marconi, keine Megafone mehr nach 10 Uhr, wie versprochen. Und soweit ich weiß, spricht Mortimer nicht mal unsere Sprache. Lass ihn in Ruhe. Versuch lieber selber verantwortungsvoller zu sein, Hicks. Wie wäre das? Fang mal was mit deinem Leben an, Herrgott nochmal. Ja, geht sofort los. Übrigens, Sie sagten, Sie würden mir mein Megafon wiedergeben. Ich will mein Geld. Jetzt! Tja. Wo Sie Mortimer gerade erwähnen, er sollte sie bezahlen. Mr. Marconi, wussten Sie, dass es da dieses Gerücht gibt, dass Sie so viel Geld haben, dass Sie gar nicht wissen, wohin damit? Mr. Marconi, wussten Sie, dass es da dieses Gerücht gibt, dass Sie so viel Geld haben, dass Sie gar nicht wissen, wohin damit? Sehe ich für dich aus wie Krösus? Jetzt, wo Sie es sagen. Sie sehen eher so aus, als müssten Sie in einer Mülltonne wohnen. Sehr witzig, Hicks. Weißt du was? Ein Anruf von mir und du wärst Fischfutter. Nee, ich bin nicht der Typ für marine Fauna. Aber wenn eins dadurch klar wird, dann das, dass Sie ein wohlhabender Mann sind. Da fällt's doch gar nicht auf, wenn ich diesen Monat keine Miete zahle. Hicks! Wo Sie Mortimer gerade erwähnen, er sollte sie bezahlen. Gott! Oh, ich hatte gerade das, was man in Alkoholikerkreisen als Moment der Klarheit bezeichnet. Ich habe meine Hälfte letzte Woche Mortimer gegeben. Das reicht, Hicks! Dein Mitbewohner ist ein vielbeschäftigter Mann, also erspar ihm deine Lügen. Geh da rein und bring das in Ordnung. Ich gehe nicht hier weg, bevor du bezahlt hast. Okay, Mr. Marconi.
Ich sehe mal, was ich machen kann. Okay, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Cut. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr geile Dialoge hier. Ja, keine Ahnung, was es mit Mortimer auf sich hat. Wir schauen mal. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Seid gerne wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, schreibt mal was in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Däumchen da. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Randall's Monday wieder. Bis dahin. Ciao.